Also ich möchte Sie nochmal ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Faszination Astronomie Online, organisiert vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Mein Name ist Thomas Kupfer, ich bin Mitarbeiter an der University of California in Santa Barbara, direkt gelegen an der Westküste der USA, und ich möchte euch oder Ihnen heute ein zum faszinierenden Thema der Doppelsterne vorstellen, die so kompakt sind, dass sie praktisch zwischen Erde und Mond passen. Ja, aber bevor ich jetzt wirklich dann tiefer auch ins Thema einsteige, möchte ich erstmal ein bisschen Hintergrund geben, was meine ich denn grundsätzlich mit Doppelsternen. Also Doppelsterne sind zwei Sterne, die gebunden sind und sich gegenseitig umkreisen. Kann man sich prinzipiell genauso vorstellen wie die Erde mit dem Mond. Ist auch ein praktisches System, das sich gegenseitig umkreist, und genauso ist es bei Doppelsternen. Die Sonne ist kein Doppelstern, sondern ist ein Einzelstern. Aber das Phänomen von Doppelsternen ist gar nicht also es ist sehr häufig, kommt es sehr häufig vor. Es ist ca. 50% aller Sterne befinden sich in Doppelsternen. Und heute wirklich möchte ich speziell auf die kompaktesten Doppelsterne, die wir kennen, eingehen. Also hier unten ist ein Bild jetzt abgezeichnet von einem Doppelsternsystem, das sehr bekannt ist. Das ist Albireo. Es besteht aus einem blauen, sehr heißen Stern und einem roten oder gelben, eher kälteren Stern. Das ist ein sehr prominentes Beispiel. Das ist jetzt aber kein Beispiel für einen kompakten Doppelstern. Was meine ich denn mit kompakt? Ja, vielleicht gleich mal die große Hausnummer, also der Rekordhalter sozusagen, der dieser kompakten Doppelsterne ist. Ein Stern mit dem tollen Namen HM Country hat eine Umlaufperiode von 5,4 Minuten. Also sprich, wenn dieser Vortrag rum ist, hat dieser Stern sich ca. 7 bis 8 Mal umkreist. Und der Abstand dieser beiden Komponenten ist praktisch, würde locker zwischen Erde und Mond passen. Also es ist wirklich nur ein Abstand, ein Drittel Erde-Mond. Ja? Und im Laufe dieses Vortrags möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie bekomme ich denn zwei Sterne in so einem extrem kompakten Orbit? Dann auch ein bisschen darauf eingehen, was ist denn deren Schicksal, wie werden die sich weiterentwickeln? Und dann vor allen Dingen, was in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, ein bisschen wirklich wieder einen Schub bekommen hat. Wie findet man die, wie spürt man die auf? Und dann abschließend möchte ich ein bisschen auf einen Detektor eingehen, der derzeit im Bau ist, wo wir erwarten, dass wir tausende von diesen Doppelsternen finden werden. Ja, das erste Mal, grundsätzlich mal ist, wenn ich diese zwei Doppelsterne habe, die zwischen Erde und Mond passen, das kann kein normaler Stern sein. Ja, ein Stern wie die Sonne würde niemals zwischen Erde und Mond passen, weil einfach die Sonne viel zu groß ist. Das heißt, diese Objekte, von denen wir sprechen, bestehen in der Regel aus sogenannten weißen Zwergen. Das sind weiße Zwergsterne. Im Prinzip sind weiße Zwerge alte, ausgebrannte Sterne und circa die Hälfte der Masse der Sonne und sind ungefähr so groß wie die Erde. Ja? Also hier ist ein Größenvergleich zwischen der Erde und dem weißen Zwerg. Aber wie entstehen diese weißen Zwerge? Und dazu kann man uns vielleicht mal ganz kurz den Lebenszyklus der Sonne anschauen. Also die Sonne wurde jetzt vor ca. 4,5 Milliarden Jahre geboren. Man sieht es oben im Bereich, ist jetzt, sagen wir, 4,5 Milliarden Jahre alt, also im besten Alter, hat noch ungefähr die gleiche Zeit vor sich, nochmal 4,5 Milliarden Jahre, und wird dann in ca. 4,5 Milliarden Jahren eben zu einem roten Riesen sich aufblähen, wohingehend in dem Kern sich bereits dieser weiße Zwerg gebildet hat. Ja, und dann im Laufe von ein paar Millionen Jahren, 100 Millionen Jahren ungefähr, wird diese äußere Hülle, diese rote Riesehülle, wird sich praktisch dann abspalten von dem restlichen weißen Zwerg oder herausgeschleudert werden, bildet dann einen schönen planetarischen Nebel, gibt es unheimlich schöne Bilder dazu auch, und dann wird auch unsere Sonne mal als weißer Zwerg enden. Also wirklich die äußere Hülle wegwerfen, circa die Hälfte ihrer Masse wegwerfen und dann als weißer Zwerg enden, der ungefähr so groß ist wie die Erde, aber immer noch die Hälfte der Sonne praktisch, der Masse der Sonne in sich hat. Also es ist ein unglaublich kompaktes Objekt. Und nur solche Objekte praktisch schaffen es, in einem Orbit zu sein, der praktisch zwischen Erde und Mond passt, also Umlaufperioden von wirklich wenigen Minuten hat. Und da, wenn man sich das anschaut, stellt sich schon die erste große Frage, ist, wie bekomme ich denn diesen weißen Zwerg, der ja mal praktisch eine Sonne war, der riesengroß war, in einen Orbit, der so kompakt ist. Ja, und da ist heutzutage, das ist auch noch aktueller Stand der Forschung, aber sagen wir mal, die allgemeine Meinung ist wirklich, dass das ein sogenannter Common Envelope Event oder im Deutschen übersetzt wirklich eine gemeinsame Hülle sozusagen Event stattfindet. Wie kann man sich das vorstellen? Möchte ich jetzt kurz erklären. Das ist nämlich unglaublich faszinierend, was diese Sterne
da machen. Also muss ich das wirklich vorstellen, man startet mit zwei Sternen, zwei Sonnen, wirklich wie unsere Sonne auch, die aber getrennt sind, sagen wir mal so ungefähr Sonne-Erde-Entfernung. Also da, wo jetzt unsere Erde wäre, wäre eigentlich, muss man sich vorstellen, ein anderer Stern. Ja, und die umkreisen sich mit einer gewissen Periode, vielleicht von ein paar Jahren oder so, fröhlich vor sich hin. Jetzt passiert Folgendes. Einer dieser Sterne entwickelt sich jetzt zum roten Riesenstern. Ja, also er bläht sich unheimlich auf. Und dabei, wenn diese Sterne zum roten Riesen wären, wären die deutlich größer. Also 100 Mal bis 200 Mal so groß, wie sie eigentlich als Sterne sind. Im Kern hat sich bereits dieser weiße Zwerg gebildet. Man sieht es jetzt hier. Das Schwarze soll den weißen Zwerg darstellen, das Gelbe den anderen Stern und das Rote ist jetzt dieser rote Riese. Und passiert Folgendes, dass dieser rote Riese den gelben Stern sozusagen verschluckt. Also das kann man sich wirklich so vorstellen. Dieser Begleitstern wird in diese Hülle aufgenommen und bewegt sich dann in dieser Hülle, in dieser gemeinsamen Hülle praktisch. Dadurch, dass sich diese in dieser gemeinsamen Hülle bewegt, heizt sich, entsteht Reibung natürlich, dadurch heizt sich diese Hülle immer weiter auf. Dadurch verliert aber dieser Stern Energie und kommt dem weißen Zwerg im Kern immer näher. Aber diese Hülle heizt sich immer weiter auf und irgendwann ist diese Hülle so heiß und so energiereich, dass sie einfach rausgeschleudert wird. Ja, aber in der Zwischenzeit hat dieser Begleitstern bereits unheimlich viel an Energie verloren und ist dem weißen Zwerg, dem ersten weißen Zwerg, deutlich näher gekommen. Und bereits jetzt ist das Objekt, also dieser Doppelstern, deutlich enger. Und bereits jetzt haben Umlaufperioden nur noch von Monaten, typischerweise, oder Tagen vielleicht. Ja, also muss ich das vielleicht so Sonne, Venus oder sowas vorstellen, ein bisschen enger noch. Und jetzt passiert es, dass der zweite Stern genau das Gleiche macht. Der zweite Stern wird zum roten Riesen. Im Kern hat sich ein weißer Zwerg gebildet, verschluckt jetzt den anderen weißen Zwerg und es passiert genau das Gleiche. Also der Stern bewegt sich dann in diese Hülle, heizt diese Hülle auf und wird diese Hülle abstoßen und dabei auch Energie verlieren. Und wirklich am Ende, wenn diese Hülle abgestoßen ist, haben wir dann genau dieses kompakte Doppelsternpaar, von dem wir jetzt reden, eben diese extrem kompakten Doppelsterne. Und da haben wir, man muss sich das wirklich vorstellen, dass von diesem System, das mal unglaublich weit getrennt war, jetzt plötzlich zusammengeschrumpft ist auf Erde und Mond. Ja? Und es gibt, also in der Wissenschaft oder praktisch in der Natur, hat man das leider noch nicht beobachtet, da wir davon ausgehen, dass diese Events relativ schnell ablaufen, also innerhalb von Tagen. Aber die Theorie ist sich inzwischen ziemlich einig, dass das wirklich auch so funktioniert. Also ich habe jetzt hier auch mal eine Simulation runtergeladen und möchte dir auch zeigen. Die wurde gemacht in Heidelberg, wie man sieht. Und was man hier sieht, ist einen roten Riesen. Also man sieht in der Mitte ist dieses Kreuz, das man sieht. Und dann außenrum ist diese rote Riesehülle. Ja? Und wenn ich den Film jetzt gleich starte, da sieht man dann ein zweites Kreuz, das genau in diese Hülle eintaucht. Und man sieht dann genau diesen Effekt, dass praktisch dieser äußere Stern langsam nach innen wandert, dem inneren weißen Zwerg näher kommt und dabei die Hülle abgeworfen wird. Ja, ich möchte das jetzt, sieht man jetzt hier, es ruckelt ein bisschen, ich weiß, aber es sollte trotzdem zu sehen sein, dass dieses praktisch sich langsam eingreist und die äußere Hülle abgeworfen wird. Ja. Derzeit, die Expertenmeinung ist wirklich, das ist derzeit die einzige Erklärung, wie man es schafft, praktisch mit zwei Sonnen anzufangen und am Ende so eng zu werden, dass man zwischen Erde und Mond passt. Also unglaublich faszinierendes Spektakel und wir warten noch darauf und hoffen, dass wir vielleicht so ein Event auch mal wirklich beobachten können und wirklich verfolgen können. Ja. So, jetzt haben wir dieses Doppelsternsystem gebildet. Jetzt habe ich im Stern zwei weiße Zwerge, die praktisch zwischen Erde und Mond passen, Umlaufperioden von Minuten, vielleicht bis zu einer Stunde haben. Und was passiert jetzt? Ja, wenn diese Sterne so eng sind, so kompakt sind, strahlen die sehr stark Gravitationswellen ab. Also das wurde auch bereits von Einstein vorhergesagt. Strahlen Gravitationswellen ab und ich komme da auch später nochmal ein bisschen genauer drauf, was das auch bedeutet. Aber dadurch, dass diese Systeme Gravitationswellen abstrahlen, kommen sie sich auch immer näher. Das heißt, sie strahlen Energie ab, diese Energie verlieren sie und kommen sich dabei immer näher. Und das, je enger die sind, desto schneller geht es auch. Also muss ich das vorstellen, das ist jetzt nichts, was in Minuten passiert, aber für astronomische Verhältnisse ist es sehr schnell. Also zum Beispiel jetzt mal eine Nummer. Stern, der praktisch jetzt noch zwischen Erde-Mond-Entfernung hat, braucht circa 1 Million Jahre, bis er dann verschmolzen ist. Ja, also das ist schon sehr kompakt und relativ schnell für astronomische Verhältnisse. Aber was passiert dann? Ja. Wenn diese zwei Sterne verschmelzen miteinander,
Gerade wenn sie gleich groß sind, verschmelzen die einfach und können dann zum einen entweder einen Einzelstern bilden, also wirklich, wirklich einfach nur einen etwas schwereren Einzelstern bilden, oder sie können verschmelzen und als eine sogenannte Supernova explodieren. Ich komme da auch gleich nochmal ein bisschen drauf, aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass dieser neue Einzelstern jetzt deutlich schwerer ist. Sprich, die Gravitation, die den Stern dann praktisch runterdrückt, ist deutlich größer. Und wenn dieser Innendruck, der den Stern zusammenhält, das nicht standhalten kann, dann wird der Stern einfach kollabieren. Ja, das ist so eine kritische Grenzmasse für weiße Zwerge. Es ist das ganz bekannte Begriff, die Chandrasekhar-Masse, also 1,4 mal die Masse der Sonne. Das heißt, wenn ein weißer Zwerg schwerer wird als ca. 1,4 mal die Sonnenmasse, dann schafft er es nicht mehr, stabil zu sein, sondern kollabiert in sich. Dadurch werden die Dichten im Kern immer größer und der Stern wird immer heißer im Kern. Und dann ganz plötzlich explosionsartig werden die ganzen Elemente, die im Kern sind, verschmolzen bis zum Eisen. Das setzt unglaublich viel Energie frei und zerstört den weißen Zwerg. Ja, also das ist genau dieses Phänomen, das wir dann als Supernova, sogenannte Typ 1a Supernova, beschreiben, dass dieser Stern instabil wird, dieser neue, und dann explodiert als Supernova. Das ist eine Möglichkeit und ich komme da auch gleich nochmal zurück. Eine andere Möglichkeit ist, die ich auch unglaublich spannend finde und vor allen Dingen in den letzten Jahren ziemlich gewonnen hat, an Interesse, ist die andere Art und Weise. Und zwar, wenn einer dieser Komponenten ein bisschen größer ist als der andere, dann anstatt, dass diese zwei weißen Zwerge einfach verschmelzen, passiert, dass der größere Stern Masse auf den kleineren weißen Zwerg einfach überträgt. Der kleinere weiße Zwerg dadurch auch schwerer wird, immer schwerer, weil er diese Masse praktisch aufsaugt. Und auch hier genau das Gleiche, irgendwann diese Grenzmasse überschreitet und dann plötzlich explodiert. Ja, ich habe hier ein Video, es ist eine Simulation oder praktisch ein Video, das das zeigen soll. Man sieht es, dieser größere Stern wird ausgesaugt sozusagen, der kleine weiße Zwerg nimmt die Masse auf, wird instabil, explodiert und dann passiert Folgendes, dieser Begleitstern, der jetzt die Masse verloren hat, der wird nicht zerstört in dieser Explosion, sondern der fliegt einfach genau mit dieser Geschwindigkeit heraus. Ja, also die Sterne umkreisen sich ja, der wird ausgesaugt, plötzlich explodiert ein Stern und der andere wird dann wirklich wie ein Katapult herausgeschossen mit extrem hohen Geschwindigkeiten. Also die Theorie sagt vorher, dass diese tausende Kilometer pro Stunde fliegen können. Ja, also das sind wirklich extrem hohe Geschwindigkeiten. Und genau nach solchen Sternen haben wir auch gesucht und vor ein paar Jahren haben wir auch tatsächlich so ein Exemplar gefunden, so einen praktisch überlebenden weißen Zwerg. Der hat die wunderschöne Katalognummer US708 und er wurde wirklich gefunden als einer der schnellsten Sterne in der Milchstraße in unserer Galaxie. Ja, also die Geschwindigkeit haben wir gemessen mit ca. 1000 km pro Sekunde, das sind ungefähr 3600 km pro Stunde und er fliegt wirklich direkt aus der Milchstraße heraus. Ja? Wenn man jetzt mal zurückrechnet, also wir haben das zurückgerechnet, wo kommt er denn eigentlich her? Und wir haben gefunden, dass er aus dem Außenbereich der Milchstraße kommt. In dem Außenbereich der Milchstraße gibt es praktisch keine andere Art und Weise, einen Stern so extrem zu beschleunigen, außer durch so eine Supernova-Explosion. Ja, es gibt die Möglichkeit, das wurde auch diskutiert schon, wenn dieser Stern aus dem Zentrum der Galaxie kommt, aus dem Zentrum der Milchstraße, dann gibt es die Möglichkeit, dass das extrem massive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße so einen Stern auch extrem beschleunigen kann. Aber dieser Stern im Speziellen kommt aus dem Außenbereich der Milchstraße. Das heißt, wir wissen, dass der nicht vom Zentrum kommt. Und die beste oder ich würde auch behaupten, die einzige Erklärung derzeit ist wirklich, dass das ein Überlebender ist sozusagen. Und wenn man jetzt zurückrechnet, er hat ungefähr vor 14 Millionen Jahren praktisch die Milchstraße durchquert. Deswegen gehen wir davon aus, dass er ca. 14 Millionen Jahre diese Supernova explodiert ist und der Stern wirklich herausgeschleudert worden ist. Ja, also das ist unglaublich faszinierend. Ja, diese Supernova-Explosionen an sich sind auch unglaublich faszinierende Phänomene am Himmel. Sie sind spezielle, diese Typ 1a-Supernova-Explosionen, sprich diese Supernova-Explosionen von weißen Zwergen, also praktisch die Explosionen von diesen weißen Zwergen. Die sind nämlich unglaublich hell. Also man sieht hier ein Beispiel. Man sieht unten links ist dieser kleine helle Punkt. Das ist so eine Supernova-Explosion. Ja, man sieht das im Vergleich, wenn man das jetzt mal schaut, im Zentrum dieser Galaxie, das ist eine relativ nahe Galaxie, ist ungefähr genauso hell wie diese äußere Explosion. Man sieht, dass da viele Milliarden Sterne sind.
Das heißt, diese typischen Helligkeiten von diesen Supernova-Explosionen sind mehrere Milliarden Mal die Helligkeit von Sonnen. Also dadurch kann ich diese Supernova-Explosionen aber auch unglaublich weit weg beobachten. Also ich kann, heutzutage kann man die wirklich praktisch durch die halbe, durchs halbe Universum sehen, weil die einfach so hell sind. Und gerade vor, ja, sage ich mal, vor 20 Jahren ungefähr, wusste man wirklich auch nur, dass es einfach eine Explosion von einem weißen Zwerg ist. Und ich habe ja bereits gesagt, dass diese weißen Zwerge genau bei einer festen Masse kritisch werden und sprich dann explodieren. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass immer die gleiche Masse explodiert in so einer Explosion, so einer Supernova-Explosion. Das heißt, man konnte vorhersagen, wie hell ist denn so eine Explosion. Wenn ich aber weiß, wie hell eine Explosion ist und ich messe die Helligkeit einer Explosion, weiß ich, wie weit weg diese Explosion passiert ist. Ja, also man kann diese Supernova-Explosionen tatsächlich zur Entfernungsmessung verwenden. Und es wurde auch gemacht. Und das Tolle ist auch noch dabei, dass diese Entfernungen wirklich mehr oder weniger durchs halbe Universum messbar waren. Und genau das wurde in den 90er Jahren gemacht. Und damit wurde auch das erste Mal praktisch nachgewiesen, dass das Universum sich beschleunigt expandiert. Also das ist hier ein relativ komplizierter Plot, ein relativ kompliziertes eine Abbildung. Aber was wirklich zu sehen ist, sind diese Punkte, diese Messpunkte, das sind Supernova-Explosionen, das sind Messungen von Supernova-Explosionen. Auf der X-Achse, auf der unteren Achse, das ist sozusagen die Entfernung. Also man sieht es, ist eine, die lineare Skala zum Universum heute, also wirklich halb durch sozusagen. Und man hat dann wirklich festgestellt, durch diese Explosionen, dass das Universum sich nicht mehr expandiert, sondern auch beschleunigt expandiert. Heutzutage ist man zumindest von der Supernova-Seite, man weiß heute mehr über diese Supernova-Explosionen, also sprich, wie kommen diese weißen Zwerge zu ihrer Grenzmasse, gibt es vielleicht andere Grenzmassen und so weiter. Und deswegen ist da ein bisschen mehr Skepsis inzwischen, ob man diese wirklich auch als Entfernungsmesser nehmen kann, aber im Prinzip war das ein unglaublich tolles Resultat, das da damals gefunden wurde. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, wie man die findet. Also wir haben jetzt besprochen, wie schaffe ich denn das, solche Sterne zu formen. Dann, warum sind denn die so interessant, sprich Typ Supernova-Explosionen. Und jetzt, wie findet man die? Ja? Man muss sich das wirklich so vorstellen, wir kennen heute ein paar Dutzend von diesen Objekten. Also es ist wirklich nicht wirklich viele. Man muss sich jetzt vorstellen, unsere Galaxie hat ja, Milliarden von Sternen. Also es ist wirklich so eine Art Nadel im Heuhaufensuche. Ja? Also diese Milliarden von Sternen gibt es vielleicht ein paar Tausend, ein paar Zehntausend oder so. Und wir haben ein paar Dutzend bis jetzt gefunden. Aber derzeit die führende Methode ist wirklich durch sogenannte Helligkeitsänderungen. Und was ich damit meine, habe ich jetzt hier auch mal gezeigt. Also man sieht jetzt hier auf der linken Seite gleich ein Bild. Das ist jetzt ein Film, der jetzt startet. Und da hat mir mal einen Doppelstern simuliert und dann auch mal die Helligkeit dazu simuliert. Man sieht unten, sieht man den Doppelstern, wie er sich praktisch herumbewegt und oben sieht man dann, wie die Helligkeit dieses Doppelsterns sich ändert. Ja, man sieht, der Stern bewegt sich herum und vor allen Dingen in den Momenten, wo der Stern sich vor den anderen Begleitstern schiebt, fällt die Helligkeit extrem. Ja, man sieht, dass die Helligkeit nach oben ist, ist heller, nach unten ist dann dunkler und gerade wenn der eine Stern sich vor den anderen hervorschiebt, ändert sich die Helligkeit. Und genau das kann man benutzen, denn die Helligkeit ändert sich nicht nur einfach so, sondern die ändert sich periodisch, und zwar genau mit der Periode der Orbitalperiode. Also genau mit der Umlaufperiode ändert sich diese Helligkeit. Das heißt, was ich machen muss, oder was man machen muss, im Prinzip die Helligkeit wiederholt messen und genau nach diesen periodischen Signalen suchen. Ich habe hier auch mal rechts unten gezeigt, wir haben da ein Video gemacht, wir haben praktisch einen Stern wiederholt aufgenommen. Und genau was da passiert ist, dass dieser Stern, dieser weiße Punkt ist der Stern und er wird, das wird man gleich sehen, verschwinden, regelmäßigen Abständen verschwinden. Ja, also man sieht es dann, er wird einfach immer mal wieder verschwinden. Und genau das ist diese Phase, der Stern sieht den und dann plötzlich schiebt sich ein Begleitstern vor den Stern, dunkelt den so weit ab, dass er praktisch verschwindet und dann kurz darauf kommt er wieder zu sehen, weil der Stern weiter wandert. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispielstern, der eine Umlaufperiode von 7 Minuten hat. Also alle 7 Minuten verschwindet dieser Stern. Und genau das ist die Möglichkeit, das zu finden. Und warum wir das verwenden, weil es wirklich, muss ich das vorstellen, Nadel im Heuhaufensuche. Das heißt, wir müssen einen relativ großen Bereich des Himmels
relativ oft abdecken, damit wir sehr gut diese Objekte aufspüren und finden können. Und das hat gerade in den letzten zehn Jahren einen großen Hype erlebt. Und zwar gibt es jetzt große Himmelsdurchmusterungen, die genau das machen. Also diese großen Himmelsdurchmusterungen suchen jede Nacht nach Veränderungen am Himmel. Also die wirklich wiederholt nehmen die den Himmel auf und suchen genau nach diesen Veränderungen. Und ich habe jetzt hier auf der einen Seite mal ein paar Beispiele genannt. Ich selber bin am ersten beteiligt, an der Zwicky Transit Facility, das sieht das Teleskop. Das steht in der Nähe von San Diego. Es ist ein 1,2 Meter Teleskop. Ja, und dann unten das sogenannte Blackchamp Teleskope, da ist eine Kuppel, die auf einer Stütze steht. Und dann in dieser Kuppel sind diese Teleskope, das wird derzeit in Chile gebaut, das ist kurz vor der Fertigstellung. Und dann gibt es ganz andere Techniken, wie man das macht. Und zwar oben rechts ist das Everyscope und dann darunter ist das Assassin. Und diese Teleskope benutzen eigentlich im Prinzip nur handelsübliche Linsen, die den relativ klein, aber dadurch auch relativ billig und die den Himmel im Prinzip ständig fotografieren. Der Unterschied ist, die können einen relativ großen Bereich auf einmal abdecken, sind aber nicht ganz so, können nicht ganz so dunkle Objekte sehen, weil die Linsen einfach kleiner sind. Während jetzt Teleskope wie Blackjam oder Zwicky Transit Facility, also uns, wir können dafür, weil wir größere Teleskope haben, dunklere Objekte sehen. Also es ist einfach diese unterschiedliche Strategie. Und wirklich die nächste Generation, also das ist jetzt, was wir machen, so der Vorläufer, und die nächste Generation ist das große Flaggschiff sozusagen, ist das Vera Rubin Teleskop, das derzeit in Chile gebaut wird. Und das ist kein Meterteleskop, sondern das ist wirklich ein 8-Meter-Teleskop. Man sieht oben das Gebäude, das derzeit im Bau ist, und unten das Gestell, wo das Teleskop dann sitzt, wird derzeit gebaut. Das ist ein Teleskop von 8 Meter Durchmesser. Und das wird dann noch viel dunklere Objekte sehen können, aber praktisch wirklich nichts anderes macht, als den Himmel immer wieder durchmustern. Und vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren hat das einen unglaublichen Hype erlebt, weil einfach es gibt jetzt die Möglichkeit, CCDs relativ bezahlbar zu erwerben. Also nur als mal Vergleich. Unsere Kamera, CTF-Kamera, hat 570 Megapixel. Das wäre Rubin-Teleskop, hat 3 Gigapixel. Ja, also im Vergleich, eine typische Kamera hat vielleicht so 10, 20 Megapixel. Ja, und inzwischen sind diese CCDs relativ bezahlbar. Das heißt, man kann auch solche großen Kameras bauen, ohne dass man das vernünftig auch bezahlen kann. Das andere ist aber auch, durch diese großen Kameras werden unglaublich viele Daten produziert. Also das sind wirklich Gigabytes bis Terabytes pro Nacht. Das ist wirklich mal so als Nummer des Vera Rubin Teleskops, soll 10 Jahre laufen und man erwartet, dass es ca. 20 Petabyte an Daten produziert. Das heißt, diese Daten müssen prozessiert werden. Das heißt, ich brauche starke Computer. Das ist jetzt inzwischen möglich. Das war vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Und die Datenspeicherung muss auch bezahlbar sein. Und das ist auch inzwischen der Fall. Also man kann sich praktisch so Harddrives kaufen oder Clouds zum Beispiel nehmen, die dann wirklich diese Daten auch speichern können, diese extremen Anzahl von Daten. Ja, und dass man mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie groß dieses Gesichtsfeld ist, habe ich jetzt mal als Beispiel, weil einfach mein Zuhause ist, die Zwicky Transit Facility, die Kamera, wie schaut denn so ein typisches Bild aus? Ja, und ich habe da mal, das ist jetzt eine Aufnahme, das ist jetzt, normalerweise haben wir keine Farben, aber das ist jetzt mal mit Farbkodierung, im Vergleich zum Orion. Also unten links im Bild sieht man das Sternbild des Orions. Das ist ein Sternbild, das, ich glaube, inzwischen nicht mehr sichtbar ist. Das kommt im Winter wieder. Das ist ein wunderschönes Sternbild in südliche Himmelrichtung. Ganz bekannt ist diese Gürtelsterne, diese drei. Und dann gibt es auch einen wunderschönen Nebel da drin, den man sich anschauen kann. Und da als Größenvergleich, also wenn man sich das Sternbild anschaut, diese Box ist sozusagen das Größen, was wir in einer Aufnahme aufnehmen können. Und rechts ist sozusagen das Bild dann, wie es denn ausschaut, wenn es mit der Kamera kommt. Oben rechts im Eck sieht man vielleicht, da habe ich den Mond. Also das ist als Größenvergleich wie der Vollmond. Wenn man sich den Vollmond nachts sieht, das ist ungefähr so als Größenvergleich, wie groß der Vollmond ist. Also das sind wirklich riesen Gesichtsfelder mit vielen Megapixels. Und das ist nicht nur eine Aufnahme, sondern pro Nacht machen wir ungefähr 700 bis 1000 solche Aufnahmen, die dann prozessiert werden. Und man kann sich das wirklich vorstellen, dass wir in einer Nacht den kompletten Nachthimmel einmal komplett abdecken. Und es wird dann echt auch wirklich wiederholt gemacht, über wirklich Jahre. Und dann genug Daten sammelt, um genau nach diesen Helligkeitsveränderungen zu sammeln. Ich habe das hier auch mal ein bisschen gezeigt. Man sieht jetzt hier oben im oberen Bereich, es ist so eine ovale Ding, das soll den Himmel darstellen. Ja, und
Alles, was rot ist, können wir mit CTF, mit unserer Kamera beobachten. Ja? Sprich, die Kamera selber steht außerhalb von San Diego, also an der Westküste der USA. Sprich, alles, was zu weit südlich ist, also Australien und so weiter, das ist nicht sichtbar für uns. Deswegen ist dieser südliche Bereich auch grau gefärbt. Das heißt, das können wir einfach nicht erreichen, da ist der Horizont im Weg. Allerdings, alles, was rot ist, sind genau solche Felder, die wir beobachtet haben. Und wir haben im Frühling 2018 angefangen. Und man sieht hier, dieser Balken zeigt, wie oft ein bestimmtes Feld bereits beobachtet wurde. Und im April 2019, also innerhalb von einem Jahr, haben manche dieser Felder bereits mehrere hunderte Aufnahmen. Also sprich, die wurden, ne, ja, 300 Tage mehrmals pro Nacht aufgenommen. Und dann, wenn man jetzt praktisch bis heute sozusagen, bis 2020, haben manche Felder bereits über 1000 Aufnahmen. Also das sind wirklich Felder, die wiederholt aufgenommen wurden. Ja, und ich habe das auch mal gezeigt, also diese Teleskope, sagt jetzt hier ein Video, das ist der Teleskopdom, wie wir ihn praktisch, des Teleskops. Und das ist jetzt praktisch eine Aufnahme, wie das Teleskop in der Nacht läuft. Und das läuft vollkommen robotisch. Also das ist wirklich, das macht alles robotisch. Das heißt auch jetzt, in der jetzigen Krise, ist es für uns kein Problem. Im Moment noch nicht zumindest, weil das alles komplett robotisch läuft. Also wir beobachten auch weiterhin jede Nacht und wir produzieren auch weiterhin Daten, weil es wirklich alles komplett robotisch läuft, vom Aufmachen des Teleskopdoms bis zur Aufnahme, bis zur Datenprozessierung, alles robotisch. Und unten rechts sieht man mal so typische, sagen wir mal, Daten aus diesem Teleskop. Man sieht die Zeit, also es geht über anderthalb Stunden circa, die Helligkeit ist auf 1 normiert und man sieht wirklich, der Stern war relativ ruhig, hat dann über eine Stunde gar nichts gemacht, hat immer die gleiche Helligkeit gehabt und dann mit einem Schlag ist er plötzlich auf die Helligkeit auf 0 runtergefallen. Für ein paar Minuten. Ja, und dann plötzlich wieder hell geworden. Und da ist genau das passiert, dass dieser eine Stern sich direkt vor den anderen Stern geschoben hat und den abgedunkelt hat und danach wieder hell geworden ist. Also das ist wirklich so ein Beispiel, wie wir das finden. Ja? So, bis jetzt haben wir ein paar Dutzend von diesen Sternen gefunden. Ja, man muss sich das überlegen, es sind 100 Millionen, wir nehmen hunderte Millionen Sterne auf, es ist wirklich Nadel im Heuhaufen suche. Also wir sind sehr glücklich damit. Es hat einen unglaublichen Sprung vorwärts für uns schon gemacht, diese paar Dutzend Entdeckungen. Aber der wirkliche Game Changer, sage ich jetzt mal, für uns, wird in 15 Jahren ungefähr passieren. Und zwar habe ich ja bereits gesagt, dass diese Doppelsterne extrem starke Gravitationswellen Quellen sind. Und diese Gravitationswellen kann man messen, wenn man die richtigen Instrumente hat. Und derzeit wird vor allen Dingen federführend unter der Europäischen Raumstern Space Agency, European Space Agency, wird ein Satellitenprojekt gebaut, das genau diese weißen Zwerge, diese doppelweißen Zwerge aufnehmen kann. Das nennt sich LISA. Besteht aus 3 Satelliten, die bei ca. 2,5 Millionen Kilometer getrennt sind. Das heißt, es muss dann auch im Weltall passieren, weil die Entfernungen so groß sind, die Abstände zwischen diesen Satelliten. Und was passiert ist, dass diese Satelliten praktisch der Erde um den Weg um die Sonne folgen. Und das absolut Faszinierende an diesen Satelliten ist, dass dieser Abstand 2,5 Millionen Kilometer ist. Und was es im Prinzip macht, ist genau den Abstand messen. Denn wenn eine Gravitationswelle durchkommt, wird der Abstand ein bisschen verkürzt oder verlängert. Und ich möchte Sie da auch hinweisen, vor 2 Wochen gab es einen tollen Vortrag dazu, zur Gravitationswellenmessung, wenn Sie da mehr Interesse haben, mehr wissen möchten. Aber was passiert ist, dass der Abstand gemessen wird, dadurch Gravitationswellen, der Abstand sich auch immer wieder ändert. Und die Messgenauigkeit muss so extrem sein, dass praktisch der Abstand auf der Größe eines Atoms auf diese 2,5 Millionen Kilometer gemessen werden kann. Also so klein ist das und so präzise muss es sein. Ingenieure sagen, es funktioniert, wir freuen uns und in 15 Jahren ungefähr gehen wir davon aus, dass wir die ersten Daten bekommen. Und ich möchte wirklich auch abschließend jetzt das ganz kurz zeigen. Es ist ein relativ kompliziertes Abbildung wieder, aber im Prinzip sieht man da, genau was dieser Gravitationswellendetektor denn sehen wird. Also man sieht hier praktisch die Frequenz oder auch Periode und auf der Y-Achse ist praktisch die Gravitationswellenstärke. Und man sieht diese schwarze gestrichelte Linie. Alles, was darüber liegt, wird LISA sehen. Alles, was darunter liegt, ist zu schwach und LISA kann es nicht sehen. Und man sieht hier ganz viele Dinge, aber ich möchte wirklich den Fokus auf diese lilanen Pünktchen setzen. Und das sind wirklich Vorhersagen an extremen Doppelsternen, die wir da
sehen werden. Also es sind Tausende von denen, die vorhergesagt werden. Und ich habe auch da in dieser Abbildung mal eingezeichnet, diese kleinen Sterne. Und das sind wirklich Doppelsterne, die wir heute gefunden haben. Und von denen wir vorhersagen können, was ist denn die erwartete Gravitationswellenstärke. Das heißt, in 15 Jahren, wenn Lisa fliegt, Lisa schaltet an, Lisa fängt an, Gravitationswellen zu messen, dann können wir sagen, ihr müsst da hinschauen, da müsst ihr was messen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Entweder euer Ding funktioniert nicht oder wir haben uns vermessen. Aber das ist unglaublich faszinierend, dass wir praktisch jetzt schon Quellen haben für diesen Satelliten, der das dann auch messen wird. Ja. Zusammenfassen möchte ich jetzt noch ganz kurz. Also ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, dass diese extrem kompakten Doppelsterne unglaublich faszinierende Objekte sind. Die kompaktesten, die wir kennen, ja, der hat jetzt inzwischen 6 Umrundungen gemacht in der Zeit, in der ich gesprochen habe, passt locker zwischen Erde und Mond. Die Formation ist praktisch nur möglich durch die Interaktion von 2 größeren Sternen, die dann praktisch ineinander oder sich aneinander annähern. Unglaublich spannend, dass diese als Vorläufer für sogenannte Supernova-Explosionen gelten. Derzeit kennen wir nur ein paar Dutzend. Diese 9 Durchmusterungen haben uns allerdings schon den ganzen Schritt vorwärts gebracht mit vielen paar Dutzend 9. Und in 15 Jahren erwarten wir wirklich dann Tausende von diesen Systemen mithilfe von Lisa. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, und bevor ich es vergesse, bevor wir zu den Fragen gehen, möchte ich Sie noch auf ein bisschen Werbung machen für nächsten Dienstag. Und zwar geht es dann auch um Teleskope, allerdings um Teleskope in der Erde und um ein ganz faszinierendes Projekt. Und zwar geht es da um die Neutrino-Astronomie und Teleskope tief unter der Erde. Und ja, lade ich Sie ein, da auch wieder einzuschalten. Unglaublich faszinierend, diese Neutrino-Astronomie. Ja, vielen Dank. Okay, dann schauen wir mal. Fragen? Ja, also die Frage ist, gehören die kataklysmischen Veränderlichen auch zu den kompakten Doppelsternen? Also vielleicht ganz kurz, kataklysmische Veränderliche sind auch praktisch weiße Zwerge, die von den Begleitsternen Masse wegziehen. Der Unterschied ist jedoch, dass der Begleitstern in diesem Fall kein anderer weißer Zwerg ist, sondern ein ganz normaler Stern ist in der Regel. Also ein relativ kleiner, aber ganz normaler Stern. Ja? Und man nennt die kataklysmische Veränderliche, weil diese Masse ausgesaugt wird. Dadurch, anstatt dass der weiße Zwerg explodiert, kann auch immer mal wieder sozusagen Eruptionen geben. Diese kataklysmischen Veränderlichen sind nicht ganz so kompakt, weil der Begleitstern ein ganz normaler Stern ist. Das heißt, ich habe gar keinen Platz, die so eng zu machen. Ja? Und deswegen, der derzeitigen Definition sind es keine ultrakompakten Doppelsterne, weil in der Hinsicht die kompaktesten wirklich definiert sind, mit, sagen wir mal, eine Stunde und weniger. Diese kataklysmischen Veränderlichen kommen nicht wirklich viel weit runter als, sagen wir mal, eine Orbitalumlaufperiode von 80 bis 90 Minuten, weil einfach kein Platz ist. Ja? Ich hoffe, das war zufriedenstellend. Okay, zweite Frage. Das ist ein unglaubliches, interessantes logistisches Problem. Also die Frage ist, arbeiten die Teams der verschiedenen Teleskope auch zusammen? Also das heißt, wenn ein, zum Beispiel Effiscope, eine Supernova entdeckt, gibt es die Infos an die anderen Teams, zum Beispiel an CTF weiter und schauen sie dann genauer hin. Ja, also das ist wirklich, das ist gerade in den letzten Jahren, ist da unglaublich viel Infrastruktur geschaffen worden. Also wirklich so vor 10 Jahren haben die ganzen Projekte so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und nicht wirklich miteinander getauscht. Aber inzwischen ist es wirklich so, da gibt es einen sogenannten Transient oder Network Server, der wird geführt und da wird jedes Projekt, kann da praktisch neue Detektionen hochladen und dann jeder kann darauf zugreifen und diese auch ziehen und dann praktisch sich interessante Objekte raussuchen und nachverfolgen. Also das wird derzeit zentral gesteuert. Es ist aber wirklich auch die Voraussetzung, dass einzelne Projekte das auch hochladen, aber das wird sehr gut gemacht. Weil man muss auch tatsächlich sagen, es gibt so viele Veränderungen am Himmel durch diese großen Projekte, dass kein Projekt allein mehr alles machen kann. Es ist einfach so viel. Also wir haben derzeit eine Supernova pro Nacht, prinzipiell. Ja. Ah, die dritte Frage ist auch interessant. Wie unterscheidet man, ob man einen Doppelstern oder einen Stern mit einem Planeten entdeckt hat? Die Methode ist doch dieselbe. Richtig, absolut richtig. Und wie ich auch gesagt habe, ein weißer Zwerg ist im Prinzip genauso groß wie eine Erde. Das heißt, wenn sich etwas vor einem weißen Zwerg schiebt, von der Größe her, könnte das auch
eine Erde sein. Was der große Unterschied ist aber, die Geschwindigkeiten. Also was wir da messen ist, wie schnell bewegen sich diese Sterne umeinander herum. Je größer die Massen sind, desto schneller passiert es. Ein Planet, wenn sich um einen Stern bewegt, dann wird dieser Stern nur ein bisschen praktisch gezogen und bewegt sich relativ langsam. Wenn jetzt aber dieser Begleitstern kein Planet ist, sondern auch ein weißer Zwerg ist, der halb so schwer ist wie die Sonne, dann bewegt sich die beiden Sterne unglaublich schnell im Vergleich zu einem Planeten. Das heißt, wirklich deutlich höhere Geschwindigkeiten, die man da misst. Also da braucht man dann wirklich auch noch Nachbeobachtungen. Und das ist auch wirklich so, dass wir, wenn wir Kandidaten entdecken, nachbeobachten müssen, um das auch wirklich festzustellen, ob das irgendwas anderes ist oder ob das wirklich auch ein Doppelstern ist. Und die Geschwindigkeiten sind da wirklich ein guter Messpunkt dafür.